Bis jetzt so langsam ist es lächerlich. So langsam ist es echt lächerlich, ja? 472. Wir waren schon bei über 490. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Es ist lächerlich. Families 205, Homes 163 immer noch. So, jetzt geht's wieder ein bisschen hoch. Aber trotz allem, ne? Muss ich jetzt noch eine Aufnahmepause machen, nur um auf diese 500 zu kommen, die ich eigentlich schon total in meiner Tasche gesehen habe eigentlich, ne? Also ganz ehrlich, habe ich mir gedacht, kein Ding, die 500, das ist jetzt eine Sache von 10 Minuten. Aber Pustekuchen, ne? Das Spiel spuckt mich in die Suppe, du. Aber sowas von, hoppla, das ist ein bisschen daneben gesetzt. Auch nochmal drei Steinhäuser. Weil wir das können. So, jetzt sind wir wieder bei 480 immerhin. Halleluja, ey. So, jetzt sind sie wieder gestorben. 478. Noch jemand gestorben. Merchant ist da. Trade. Gain was born. Nee, nee, Hauptausbeute, naja, geht so. Students über Students, aber weniger Einwohner und weniger Einwohner. Mann, 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 das geht mir schon ordentlich auf. Also, so richtig ordentlich geht mir das auf den Keks. Da ist. Hat das Spiel mal spontan nochmal was eingebüßt in seinem Ansehen? Nein, Quatsch. Ist ja halt einfach irgendwie. Ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Ich muss jetzt mehr und mehr Miner abziehen, damit ich hier überhaupt noch irgendwie auf meine Kosten komme. Weil mir einfach alle wegsterben schon wieder. 478, es ist zum Lachen. Wenn es nichts. Wenn es nicht zum Heulen wäre, wäre es zum Lachen. Dieses Spiel verarscht mich. Nach Strich und Faden. 473. Leute, schaut euch das an. Ja, und jetzt fangen sie natürlich das Frieren an. Weil ich wieder. Also, weil ich dieses Firewood-Problem nach wie vor habe. Und auch nicht genügend Leute, um ordentlich was an Dings zu schürfen. An Kohle. Deswegen fangen sie jetzt das Frieren an. Und dann geht es bestimmt wieder los mit dem. Ach, wir erfrieren sogar. Dabei will ich doch nur die 500 voll haben. So, hier kann man eine nehmen. Alter! Hört auf zu sterben! Hört ihr mir überhaupt zu? Ihr sollt aufhören zu sterben. Das ist mir einfach zu heftig, was hier abgeht. Sag mal. Also die Fluktuation, die man dann hier mit der Zeit reinkriegt, ist, ist nicht ohne. Ist echt nicht ohne. Krass. Jetzt waren wir so lange hier so absolut im Überschuss mit den Laborern und allem. Jetzt hier. Jetzt hängt es echt an den letzten 20, obwohl wir definitiv genügend Gebäude haben. Ja? So ist nicht.
Families 182, ne? Die werden halt auch deutlich weniger Families, weil sie alle versterben. Alles verstirbt. Nahrung wird jetzt dieses Jahr auch wieder wenig sein, weil wir einfach hier die Produktion nicht aufrechterhalten können aktuell. Ja, zwei Laborer ist ganz nett, aber ist eigentlich auch eher ein Witz. Es ist Sommer und die Leute frieren. Sind wir jetzt also schon so weit? Ist unglaublich, ne? Unglaublich. Das ist absolut unglaublich. Wir sind wenigstens wieder 480, aber ich will es gar nicht wissen, wie viele hier gleich wieder durchrattern, sterbenderweise. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da geht's schon los. Tja. Könnte es jetzt einfach 10 Minuten oder eine Stunde noch stehen lassen und gehen? Hä? Will ich aber nicht. An welchen Schrauben kann ich jetzt hier noch verhältnismäßig einfach drehen? Eigentlich an gar keinen gerade, ne? Eigentlich an gar keinen. Einen Merchant irgendwie kriegen, der mir aus der Patsche helfen kann, wäre eine Möglichkeit. Ich kann hier mal noch, guck mal, ich kann hier mal Loks ausschütten aus dem Inventar. Das mache ich mal. Gehen wir auf 100. Und ich mache mal gerade kurz auch mal langsamer, ein bisschen langsamer. Hol mir aber wenigstens wieder ein paar Steel Tools mehr rein. Und auch ein paar Warm Codes. Dann gucken wir mal auf den Trade. Und von dem will ich jetzt natürlich nichts haben. So. Reserve of Logs is low. Da habe ich jetzt so gerade was ausgeschüttet. Jetzt soll das Firewood eigentlich ein bisschen hochgehen für den Winter. 477, ne? Wir haben da echt ein Problem gerade. Das ist ja da, hätte ich nicht gedacht, dass wir da nochmal so draufknallen auf so eine Situation. So, aber wir haben zu wenig Laborer und... Also wir haben zu wenig Leute. Nicht Laborer in dem, sondern wir haben einfach nur zu wenig Leute. So, jetzt wird wieder ein ganzer Schwall erwachsen. Und ich hoffe einfach, dass die Leute, die erwachsen werden, Familien gründen und neue Kinder dann auch zeugen. Ja, das glaube ich, den Effekt sehen wir gerade sogar. So, jetzt muss man natürlich auch... Trotzdem dürfen wir nicht unterschätzen, wir müssen die Nahrungsproduktion ja aufrechterhalten. So. Von den Leuten, die erwachsen werden, wir haben 60 Students. So. Production sieht gut aus erstmal. Hier ist jemand geboren mit zwei neue Laborer, ist okay. Also wir müssen echt gucken, dass man hier vor allen Dingen die Nahrungskette darf nicht auf der Strecke bleiben allzu lange. Als nächstes mal wieder zwei, drei Miner zu teilen, wenn wieder welche. Also es sind so Schrumpf- und Wachstumsphasen, die heftig sind. Sehr heftig. So, wieder einer erwachsen geworden. Zwei Laborer halte ich mal auf der Kante einfach. Forester ist ganz wichtig. Ich darf keine Forester. Also darf ich nicht. Die darf ich nicht unterbesetzen, weil wir haben eh so ein Lock-Problem. So, da sind wieder zwei. Jetzt setze ich zwei Miner, zwei neue. Fisherman. Ja, weil für die Kohlen die Miner ganz wichtig sind. So, 480. Ich hoffe, es geht jetzt wieder ein bisschen bergauf. So, zwei Miner, zwei Fishermen. Ist wieder jemand gestorben, wieder jemand geboren. Sind wir bei 482. Wieder jemand gestorben. Ich nehme einen Miner wieder raus. So, und ja, Frostprobleme ist ein bisschen weniger als im letzten Jahr auf jeden Fall. Ich denke, das geht durch die Miner, die mehr Kohlen abbauen. Also das Ganze jetzt gerade eher so ein Zahlen schieben.
Einfach nur, weil ich echt diese, ich will hier die 500 sehen. 483, soweit waren wir schon länger nicht mehr. Jetzt sind wir wieder auf 0 Überschuss-Laborer. So, jetzt wird es hier wieder ziemlich kalt gerade. Nahrungsproduktion ist immer noch ein Plus. Aber 25 Miner ist halt auch ein Witz, wenn man so ein paar Jahre zurückdenkt. Ziemlicher Witz. Ich meine, ich kann auch einfach Coal, das produzieren. Wir produzieren jetzt komplett nur Kohle gerade auf allen Bergwerken. Gerade gedacht, 477, toll. Jetzt ist wieder so eine Sterbewelle im Gang, ja. Es ist irgendwie, es ist ultra frustrierend. Es ist echt ultra frustrierend. So, Werkzeug habe ich jetzt auch nicht mehr so viel am Start. Ich habe gerade eingelagert, glaube ich, vorhin. Bin am Überlegen, ob ich von woanders welche auf das Mining ziehe, damit das Frieren aufhört. Das ist, glaube ich, somit die größte Plage gerade. Gott, es fehlt ein Cleric. Natürlich der Happiness sehr abträglich ist. Merchant has arrived. Whole Chicken Firewood. Whole Chicken Firewood Coal. Das Kohle ist verdammt teuer. Ist Firewood billiger als Coal? Ja. Aber puh, kann ich mir das leisten? Das kann ich mir eigentlich nicht leisten, gerade zu sammeln. Ganz schwer nur. So, da war gerade wieder jemand geboren. Ich hoffe, dass ich das hier ordentlich aufbaue. Jetzt sind gerade wieder. Ne, das ist natürlich einfach wieder auf einen Schwall sterben alle weg. Es ist doch kaum auszuhalten irgendwie. Also, es muss doch hier. Die sterben. Stirbt einer nach dem anderen. Permanent. Die sterben nur, um mich zu ärgern. Ich sag's euch. Alter, jetzt bin ich eine halbe Stunde am Rödeln, um dieses Ding auf 500 zu kriegen. Und ich habe weniger als zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe. Also irgendwie ist der Plan nach hinten losgegangen, ne? So, das war's. Nomads. Bin natürlich sehr, sehr versucht, da jetzt einfach auf Allow zu klicken. Received an Award Immigrant. So, sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich zack, zack, zack. Scharlachfieber. So, sehr gut. Ich lasse ich das jetzt mal von alleine regeln. Also es tut mir leid, dass jetzt diese absolut heftige Ding gezogen habe. Aber ich will die 500 haben. Fertig, aus. Und dann soll sich's jetzt halt gesund schrumpfen. So, an die Tools komme ich relativ einfach ran, Gott sei Dank, denke ich mal da. 200. So, jetzt haben wir Tools. Sollten wir genügend Tools haben. Können jetzt eine Mine auch wieder auf Iron umstellen, denke ich. So, und dann sollte er sich jetzt deutlich wieder bessern. Das Boarding House ist randvoll. Nee, ist das eigentlich nicht. Und ich denke mal, dass ich das jetzt im ersten Winter dann irgendwie wieder einrenken würde. Das ist jetzt natürlich die absolute Verzweiflungstat gewesen, aber sorry, ich konnte nicht anders. Ich habe jetzt hier keine Lust, noch 3 Stunden rumzuhängen und auf diese 500 zu warten. Da baue ich lieber noch ein zweites Boardinghaus, damit wir hier ein bisschen was hinterlassen, was
halbwegs als anständig anzusehen wäre. Obwohl das natürlich auch, ne? Das ist jetzt natürlich, brauche nicht drüber reden, das ist jämmerlichst, aber ich habe echt keine Lust mehr, hier einen auf ich warte auf Neugeborene zu machen. Weil das Boardinghaus da ist, sieht scheiße aus. Seht ihr mal, ich krieg gar nicht mehr das Boardinghaus unter. Ich denke mal, die versterben jetzt auch zu einem großen Teil. Bis sich das halt wieder von alleine stützen kann, das Ganze. Bauen wir da einfach ein Boardinghaus hin. So, oder das Boardinghaus. So. Und ja. So würde das jetzt hier weitergehen. Natürlich völliger Quatsch, was ich jetzt gemacht habe. Ne, hätte ich nie machen dürfen, die annehmen. Die Siedlung hat ja auch funktioniert, aber ich wollte jetzt einfach, ne, ihr wisst schon. Auf jeden Fall, mit dieser Verzweiflungstat verabschiede ich mich dann jetzt hier wie abgesprochen aus diesem, der wohnt in der Mine, aus diesem Let's Play. Ich sage euch, es hat mir wirklich Spaß gemacht, auch wenn es jetzt hier zum Ende ein bisschen, ne, Verzweiflungstat ist. Mir ist jetzt einfach auch die Zeit ausgegangen. Ich wollte jetzt nicht noch eine zweite Aufnahme anfangen, nur für, ja, für dieses Warten auf die 500, wollte es aber trotzdem haben und, naja, mein Gott. Ja, ich weiß, ich würde jetzt auch mir die Hand vors Gesicht hauen, aber das mache ich erst, wenn das Mikrofon aus ist. Es ist, ich tue mir echt schwer, das jetzt hier so stehen zu lassen, ne, mit den frierenden Leuten, da tue ich mir echt schwer. Weil eigentlich, ne, eigentlich mag ich sowas nicht. Eigentlich wäre es mir schon recht, wenn wir das wenigstens im Griff hätten. Ich warte jetzt, glaube ich, echt noch die 5 Minuten, bis es sich stabilisiert hat. Merchant has arrived at the trading post. Trade, was hast du zu traden? Nix. Nix von Interest. Und jetzt natürlich auch sowieso. Also brauchen wir uns nichts vormachen. Es wird jetzt eine riesige Starvation-Welle geben, ja. Also es werden jetzt demnächst Leute verhungern. Es werden Leute erfrieren. Bis sich das Ganze wieder gesund geschrumpft hat. Ne? Das kennen wir ja, den Mechanismus von dem Spiel. Und dann sind wir wieder bei circa 480, vermute ich mal. Aber ja, na, ich... Ja, ich mache jetzt hier Ende. Es tut mir leid für diesen Abschluss. Tut mir wirklich leid, aber ich denke... Ich denke, die paar, die bis jetzt noch zugeguckt haben, weil es einfach auch sehr zäh geworden ist zum Schluss, können mir das hoffentlich verzeihen. Vielleicht dringe ich mich irgendwann die Woche nochmal dazu durch und mache vielleicht doch noch einfach eine Bonusfolge, in der ich das hier wieder ins Gleichgewicht drücke. Verlasst euch nicht drauf, aber vielleicht mache ich das. Auf jeden Fall, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen über die vielen Folgen Banished. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt es mit diesem Ende hier jetzt nicht in allzu schlechte Erinnerungen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.